Herzlich willkommen zurück hier im Joggeli, liebe FC Basel-Fans, nach der Nationalmannschaftspause. Und der FC Basel startet gerade mit einem Sieg und das mit einem Souveränen, mit einem 3:0 gegen den FC Luzern. Und jetzt ist der Mann hier, der 0 hinter Palt hat, zusammen mit der restlichen Abwehr, der Daniel Hoeg. Daniel, congratulations to this win. How important was it to win after this international break? Yeah, it's always important. Like, when you have a break and don't play games for a while, then it's really important to like get the team going again and get back to the rhythm and get some victories, and it was a good start today. Also der Daniel sagt, nach der Nazi-Pause ist es natürlich wichtig, sie zu gewinnen. Es ist immer schwierig, wieder in den Rhythmus zu kommen, und aus diesem Grund ist heute ein erst recht grossartiger Sieg. Daniel, you played today the first time also with Blas Riveros on the left back. How was this wholly new maybe defense of Basel? Yeah, I think it worked pretty well. We didn't concede any goals, and that's a good start. Then it's easier to win in the end, of course. But I think it worked. It worked well. We had some good situations with good communication, and it's always, of course, difficult if when you get some new players in, you need to like get the understanding between each other, and I think actually it worked pretty well, and I think Blas played a really good game. Also heute, wir haben es angesprochen, der erste Match von Blas Riveros auf der linken Aussenseite in der Verteidigung. Er hat noch nicht viel mit ihm zusammengespielt. Wie gesagt, es ist der erste Match von Blas in der Verteidigung, die man so noch nicht so oft gesehen hat. Und der Daniel sagt, es ist gut gegangen, man konnte kombinieren, man konnte gut miteinander kommunizieren. Und natürlich ist es immer anders, wenn natürlich neue Spieler auf dem Feld sind. Aber er ist zufrieden, wie es heute gegangen ist, auch mit dem Blas, der einen sehr guten Match gespielt hat. Daniel, now this win in the Swiss League on this next week we play against PSG in the Champions League. Are you looking forward for this game? Yeah, of course. Who isn't? I mean, this is as big as it gets. I mean, we really have to be on our toes in this game and play our maximum. So it's really a game that I think everybody is looking forward to. But it's going to be a whole different game that we play today. So we have to be 100%. Also ich habe gefragt, ob er sich freut auf die Champions League, und da ist natürlich die Vorfreude riesengroß. Wer würde sich nicht freuen über so ein riesen Spiel gegen PSG nächste Woche? Und was mich jetzt noch wundern nimmt, ist, wie sie sich jetzt anders schon vorbereiten wie Arsenal. Daniel, you played against Arsenal, now this PSG game. How important was also this experience playing against Arsenal when you regarding this now with the PSG game? Yeah, you can say against Arsenal, they showed what the next level is. I mean, we got matched pretty well there, and they played better than us. So they showed us that if we have to be in this competition, then we have to step up a level. So I think it was a good experience, and they showed us how we have to play if we want to have a chance against PSG. Thank you so much, Daniel. Have a nice day. No problem. Ciao. Also, der Daniel sagt, gegen Arsenal ist man in der Champions League angekommen. Man weiß jetzt, wie das Level ist. Und das ist sicher auch gut für den Match jetzt gegen PSG, dass man schon mal so einen Match gehabt hat diese Saison. Wir haben es angesprochen, am Mittwoch geht es weiter mit dem FC Basel in der Champions League, auswärts gegen PSG. Und wir halten euch hier ab dem Dienstag natürlich auf dem Laufenden auf fcw.ch und natürlich auch auf allen Social Media Kanälen vom FC Basel. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, einen schönen Sonntag, macht's gut, tschüss zusammen.